Ja, jetzt bin ich wieder am Anfang. Gut, okay. Schwierigkeitsgrad, es ist trotzdem schwer, ja. Witzigerweise ist es echt ein bisschen schwieriger als erwartet. Aber egal. Das Problem ist, man hat ja heute... Damals war das ja noch okay, ja. Da wollte man ja lange von Spiel unterhalten werden. Da wollte man das Spiel auch perfektionieren. Aber heutzutage hat man ja keine Zeit mehr für sowas, ja. Das Leben ist ja zu stressig geworden, um noch Spiele perfektionieren zu können. Ja? Wow, was mache ich eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Sollte vielleicht nicht so viel quatschen, ein bisschen besser aufpassen. So, komm, mach mal kaputt. Mach mal kaputt. Wow. So, Laser. Mit dem Laser in der Hand fahre ich durch das Land. Aha. So, das Ding machen wir kaputt. Das Ding da unten machen wir nach Möglichkeit auch kaputt. Das da oben auch. Boah, das natürlich bin ich wieder reingefahren. Na super. Es wird, ich befürchte, es wird nichts, wenn wir so weitermachen. So, schnell da durch. Und sowas wie Spielhalle kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen, ja. Obwohl ich das schade, wie gesagt, es war bei uns früher ja auch nicht wirklich. Ich weiß nicht, wart ihr früher mal in Spielhallen? Also wir alle, die jetzt ungefähr in meinem Alter sind, ja. Toll, jetzt bin ich schon wieder tot. Es würde mich interessieren, ob ihr früher manchmal in Spielhallen wart oder nicht, ja. Ob es das bei euch sogar, weil es war ja generell in Europa, war ja die Spielhallenkultur, also gerade im deutschen Raum, war die Spielhallenkultur eher nicht so, ja. Aber in Amerika zum Beispiel, da war das ja Standard, ja, sag ich mal. Da gab es ja in jedem kleineren Dorf gab es eine Spielhalle. So, kann ich das Ding eigentlich kaputt machen? Na toll, es hat mich getroffen. Ich mache auch schon auch immer dieselben Fehler, ne? So. Wow, oh mein Gott, was war das jetzt? Hilfe. Hat das einfach ein bisschen gelaggt, ja? Ja gut, mein PC. Ich brauche einen neuen PC. Wahrscheinlich, wenn ihr diese Folge seht, habe ich schon einen, ja, weil ich nehme natürlich wieder jahrelang im Voraus auf, ja. Also jahrelang nicht ganz, aber natürlich. Aber ich glaube schon, dass ich jetzt ein paar Monate Folgen habe. Super, ich bin schon wieder gestorben. Natürlich, continue, wir machen das. So. Also ich nehme ein paar Wochen im Voraus auf, wahrscheinlich Monate eher. Also für alle, die es interessiert, ich nehme das jetzt Januar 2020, nehme ich das auf, ja. Also jetzt ist wahrscheinlich, wenn ihr das seht, ist schon Sommer eher, ja, vermute ich mal. Aber es passt mir gerade gut rein, ja, ist rein von der Zeit her und von der Stimmung her passt mir... Oh, ich habe das Ding kaputt gemacht, das ist ja ganz was Neues. Passt mir gerade gut rein und deshalb dachte ich auch, komm, machst du diese Spiele jetzt, weil das hatte ich schon auf der Liste, ja, dass ich das unbedingt Let's Playen möchte und da dachte ich mir, komm, machst du das mal. Wird wahrscheinlich nicht lange dauern, darum ist das ganz gut so, ja. So. Wow, na toll, super. So, gut. Könnte man eigentlich auch so einen großen Laser durchschießen. Toll, ich bin schon wieder am... Wow, ich bin schon wieder am Sterben fast. Ja, habe ich das Gefühl. Aber wir schaffen das. Oh, hier, Boni. Ich lasse mich überhaupt nicht vom Boni ablenken. Ah, da waren wir schon mal, ne? So, kommt die da oben? Nein, Achtung. Ah, Hilfe! Was wird das bitte? Ich sollte da vielleicht nächstes Mal unten fahren, oder? Alter. Oh, rosa Repro. Nein, Hilfe. Wow. Nein. Wo? Toll. Bitte nicht wieder vom Vorn. Natürlich wieder vom Vorn. Ja, komm. Diesmal schaffen wir es. Ja. Wir haben auf jeden Fall dieses Retro-Gefühl haben wir. Ja. Wenn man das einfach 100-mal machen muss, bis man irgendwann mal zu Rande kommt. Ja. Vor allem, das ist auch eh wesentlich einfacher. Wahrscheinlich. Dass das früher so war, ja. So, und das Ding... Was? Warum habe ich nicht getroffen? Toll, das ist kaputt. So ein Scheiß. So, komm. Nein. Wow. So. Nein. Boah. Gott sei Dank hat mich das nicht getroffen. So. Wow. Das war knapp. Das war... Puh, das war knapp. Das war unerwartet knapp. So. Und immer schön das Feuer aufladen. So. Und Feuer. 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 So, wo kam da jetzt diese einen roten Schlauch-Dingens? Genau da war der da. Den müssen wir unbedingt töten. Komm, ich fahre da jetzt unten lang. Ja, wunderbar, wir haben ihn getötet. Sehr schön. So.
Ich darf es nicht zulassen, dass da hier viele Schiffe kommen, weil sonst schaffe ich das sowieso nicht. Genau hier, hier nämlich auch mittendurch, ja, mittendrin statt nur dabei. Einfach alles wegballern, ja. Oh, 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 oh. Okay, das ist definitiv zu viel für mich. Wow, das war jetzt aber wirklich viel. Oh, was kommt denn da? Kann es denn sein, dass das der Boss ist? Oh, nee, der wurde jetzt abgeschossen von einem Laserstrahl. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich eher suboptimal für mich. Boss approaching. Wow. Oh. Eigentlich wollte ich ausweichen. Weil jetzt sehe ich wieder nichts mehr, weil ich selber schon so rauche. Warum fahre ich mitten in den Laserstrahl rein? Ich weiß ja nicht. Genau, ich hoffe, ich starte beim Boss wieder. Ja, Gott sei Dank. So. Oh, ach ey, das grüne Ding, das grüne Ding, das zersplittert sogar, okay. Ja, gut, da bleiben. Ich weiß ja nicht, was jetzt geschickt ist. Aufladen oder nicht? Oh, ach ey, warum müssen da Trümmer von der Decke runterfallen? Das finde ich jetzt nicht so schön. Oh, oh, guck mal, das ist Öl, das, was da ausrinnt. Ach ey, oh oh. Müssen wir jetzt noch weiterkämpfen? Wir müssen gegen das hier noch weiterkämpfen, oder was? Nein. Natural. Wow. Oh nein, wir müssen fliehen. Die Station, sie explodiert. Schnell raus. Und weiter geht's. Wow. Ach, ey. Ich dachte schon, da höre ich eine Schulglocke. Der nächste Tag. Wouldn't be fair to say I didn't do my best in school. At least for a while, I really tried to make it work. But now, walking those hallways with all those people, I wasn't really there. I was on an asteroid somewhere, fighting space invaders. But then there was her. Punk rocker from the Southern District. She was the wildest thing I'd ever seen. Oh man, that girl was born a rebel. Free to go wherever she wanted to. Free in a way I could still only dream of. The Runaway. Ja, also in der Schule sind wir offensichtlich nicht so aufmerksam. Wir haben unseren Kopf immer eher bei den Abenteuern von Space Invader und so weiter. Aber wie es aussieht, haben wir uns verliebt. Oh. Ah. 3, 2, 1, go! Yay! Jetzt fahren wir entlang hier am Highway. Ein richtig schöner 16-Bit-Manier. Aber wie cool. Und von Spur halten, das ist nicht so tragisch. Ja, muss man nicht. Das passt schon so. Und wir überholen den LKW, der einfach in der Mitte fährt. Weißt du, die haben offensichtlich keine Straßenverkehrsordnung da. Ja. So. Und weiter geht's. Wow. Wir sind im Turbo-Modus. 255 Kilometer pro Stunde. Wow. Schon schnell. Muss wohl eine deutsche Autobahn sein. Obwohl ist ja gar kein... Oh, ich hätte vielleicht ein bisschen vom Gas gehen sollen. Ein Checkpoint, sehr schön. Oh, Zeit wurde erweitert, das ist ja schön. Moment, ein bisschen vom Gas runtergehen, ja. Hier möchte ich keinen Unfall bauen, weil irgendwie sind wir hier mitten in der Wüste. So, und schön, ne, vom Gas runtergehen, damit wir die Kurve auch packen. Bringt's was, wenn ich nach vorne drücke? Nee. Vor allem, wie schnell müssen denn die anderen Fahrzeuge fahren, wenn wir 227 fahren und wir überholen die fast gar nicht, ne? Ist echt ein bisschen schräg. Oh, es ist nur mehr noch zweispurig. Ist das jetzt eine... Oh, sorry.
tut mir leid, ich wollte da hinten nicht ranfahren. So, es ist jetzt irgendwie ein bisschen eine Waldstrecke, ja. Ich wollte dir echt nicht hinten reinfahren, das tut mir voll leid, Auto. Und jetzt sind wir in einem Valley. Wow, ich muss aufpassen, sonst schleudert es mich hier ein bisschen. So, rüber da. Jep, wunderbar. Und ja, Außenspur. Boah, Alter, Leute, gibt's bei euch kein Rechtsfahrgebot? Boah, die Kurve war ein bisschen zu eng jetzt gerade. So, ich bräuchte ein bisschen mehr Zeit. Oh, ein Tunnel. Das ist ja toll. Oh, verdammt. Das war jetzt nicht gut. Nein, ich fahre in der Mitte. Überholt mich nicht. Autos, das ist nicht okay. Bleib hinter mir. Das ist zwar kein Rennen, aber ich will nicht noch... Alter, ich möchte nicht noch mehr Hindernisse vor mir haben. Darf doch wohl nicht wahr sein. Toll, jetzt habe ich so einen blöden Bus vor mir. Also wie der Bus 200 Sachen drauf hat. Ja, also das ist wirklich... Aber diese Kurven, die sind einfach zu eng für mich. So, 2, 1. Oh oh. Time's up. Das ist nicht schön. Ja. Du. Was, jetzt müssen wir... Ach hey, okay, wir müssen nochmal von vorne. Das ist schade. Gut, das bedeutet, ich muss hier echt ein bisschen aufpassen. Und ich muss da ganz durchkommen. Aber hey, wir schaffen das. Hier mit 200 Sachen, ja. Obwohl, eigentlich müsste mich ja eigentlich an die Geschwindigkeitsbeschränkung halten. Ja, tue ich aber nicht. Aber das tut der LKW ja vor mir auch nicht. Der ja einfach auf der mittleren Spur fährt. Das finde ich überhaupt ganz überhaupt nicht okay. Dass der LKW einfach auf der mittleren Spur fahren kann. Was soll denn das? Ich meine, hallo? Wo sind wir denn hier? Oh, jetzt werde ich ein bisschen schnell. Turbo Mode! So, nein, ein bisschen Gas runter, ja, weil sonst schaffe ich das nicht. Ich muss dir hier Gas fein dosieren, ja, damit ich da ja rüberkomme um die Kurve, ohne dass ich einen Unfall baue. Weil das Problem ist hier, die Geschwindigkeit wieder aufzunehmen, ist schon ein bisschen schwierig. Also es dauert ewig. So, 57 Sekunden. Wunderbar. Müssen wir mal schauen, ob wir nächstes Mal, wenn wir, falls wir das jetzt nicht schaffen, wie ob wir da auch wieder mit 57 dahin kommen. Ja, und das ist einfach was, das bedeutet Freiheit, hier mit dem Auto zu fahren, ja. Mit dem Sportwagen. Auf der Autobahn quer durch die amerikanischen Badlands oder so. ja gut, so bad können die nicht sein, wenn so viele Leute unterwegs sind. Aber das ist natürlich ein bisschen Freiheit, ja. Schon schön. Und für alle, die sich wundern, warum das so komisch aussieht. Also es war früher, waren die Rennspiele... Also die ersten Rennspiele, oder kann man es Rennspiele nennen, die ersten Spiele, wo man eben mit dem Auto irgendwie so durch die Gegend fuhr, oder ein paar der ersten, die so Pseudo-3D waren, die sahen so aus, ja. Und das war eigentlich ganz in Ordnung. Ach, ich habe eine Bremse. Ach, ich habe eine Bremse auch. Okay, gut, ich hätte vielleicht die Bremse manchmal verwenden sollen. Ich dachte mir, es bleibt bei ein Knopf... Wow. Ich will nicht, dass es schleudert. Nein, schleudern soll es mich nicht. Ja, die waren wirklich so. Also das ist jetzt nicht so, dass das hier pseudomäßig, hier die Retro-Keule ausgepackt wird, also hier so die unecht gemacht wird. Ich muss... Aha, Hilfe. Ihr wisst, was ich sagen will, ja. Das ist authentisch, ja. So, und da wird es jetzt schwierig. So, ich darf nirgends reinfahren, aber ich sollte vielleicht auch manchmal ein bisschen bremsen. Wobei, ich mache das mit Gas. Ich brauche keine Bremse. Komm. So, lass mich durch. Du lass mich auch vorbei. Ah, sehr schön. Der LKW auch. Wunderbar. Wow. So. 12. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt... Also, wenn ich es jetzt wieder nicht schaffe... 7. Wuhu. Ah, cool. Ah ja, 215. Jetzt haben wir wieder mehr Zeit. Okay. Jetzt fahren wir in die City. Boah, das sieht cool aus. Von einem vierspurigen Highway. Oh, 80er Geschwindigkeitsbeschränkung. Ups. Bin ich ein bisschen zu schnell dran. Jetzt nicht viel. Bisschen, ja. Ah, die Musikkulisse. Traumhaft. I started hanging out in the arcade almost every night.
standing there beside the other players, watching every move their fingers made. This was the real thing. Another life was just one credit away. Down here, I found new worlds, a new meaning. I could be whoever I wanted to be. Travel to outer space, experience fantasy and fear, or just take a walk on the wild side of town. But nothing could beat the rush of the highway. The speeding cars reminding me that there was a way out, a road to somewhere. City on the horizon. I'd drive all night to get to that place. Ich lasse die Musik etwas wirken. Es gibt nur den einen Weg in die Stadt. Und jetzt ist der Überkopfwegweise einfach verschwunden. Sehr komisch. Transformation. For every visit I made, every game I uncovered, every move I mastered, I felt stronger, more confident. Oh yeah. Some guys said I was nothing but a dreamer, completely out of touch with reality. But I don't know. Down here, I was free. I was in control. No one told me where to go or what to do. The only bad part about it was having to come back up to the real world. Oh yeah. Irgendwann muss man immer zurück in die echte Welt. Kleiner Vogel am Fenster. Das echte Leben ist auf jeden Fall etwas trister als die Welt der Videospiele. Back when we were kids, life was so much easier. You could go from bug collector in the morning to bank robber before bedtime. Anything was possible. Then came high school, and everyone got brainwashed.
people started seeing you the way they wanted to see you. Be the brain, be the clown, be the troublemaker, be popular. People would define you in the most convenient way. And then, that's who you are. They say that when you grow up, something inside you dies. I'm still not sure if that's good or bad. When you're a child, shadows seem darker and lights seem brighter. Everything is more terrifying and more exciting at the same time.